Ja, da kommt's direkt. Accept Random Challenge, mache ich mal direkt ein. Gegen Pabre. 3 plus 2, starker Spieler. Ach, jetzt kommt schon wieder Dingsbums. Ich weiß, was kommt. Komm, mach es. Ich weiß es. Ich wusste, dass du es machst. Da hat er am Samstag schon einen auf den Latz bekommen von mir. Mal gucken, ob es heute besser läuft für ihn. Ah, er hat sich's angeschaut. Ich glaube, er hat sich's angeschaut. Ich habe keine Ahnung, wie man das spielt, wenn ich ehrlich bin. Aber wir spielen nur 3 plus 2. Deswegen müssen wir schnell spielen. Pabre ist immer dabei. In allen Streams. Der profitiert so richtig von dem ganzen Turnier hier. Von den ganzen Streams. Der kriegt richtig gute Gegner immer. Der hat letztens gegen Anna auch gespielt, glaube ich, ne, oder? Gegen Huschi spielt er immer wieder. Der ist in allen Arenen dabei. Breaking Bad, ja klar. Wie viele Bretter habe ich zu Hause oder wie? Nicht viele. Zwei oder so. Ich glaube, ein Holzbrett und ein ein Plastikbrett oder so ein Klappbrett halt, ne? Bishop E3. Die Stellung ist nicht einfach. Da bist du richtig schlecht. Ich bin unterentwickelt. Ja, ich habe einen Bauern weniger. Danke, Kugelbuch. Ah, raidet mich mit 51 Leuten. Dankeschön. Herzallerliebst. Ich spiele gerade hier Schach auf Lead Chess mit. Moment, Moment. Er überlegt, ich habe mich spannend verklickt. Muss er aufpassen, ne? Beinahe hätte er Material eingestellt hier. Kugelbuch ist jemand, der die ganze Zeit Schach zockt, ne? Aber selbst ist er, glaube ich, kein Schachspieler, sondern einfach nur, der spielt gerne Schach, ne? Soweit ich das verstanden habe. Bist du wegen einer Niederlage ausgerastet? Nö. Selten. Was heißt selten? Eigentlich noch nie. Geärgert habe ich mich schon häufig, aber ausgerastet wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Greift hier meinen Turm an, der Frechdachs. Und droht auch Turm D7, ne?
Die Stellung ist nicht so klar, aber mein Läufer ist ziemlich gut. Und sein Springer ist jetzt nicht, dieser Bauer ist auch nicht besonders stark hier. Ja, dieses blöde Alapin, diese Eröffnungsvariante, da habe ich hin und wieder Probleme mit. Kugelbuch hat bereits eine GM-Norm, nee, ist klar. Klicke mal auf das Turm D7. Warum macht er das denn? Warum lässt er das zu? Und dann E6 oder was? Okay, Dame, der König G1. Ich mache erstmal Turm F8, ne? Okay. Muss ich leider doch den machen. Und mich verteidigen. Hat er gut gerechnet gehabt? Den. Schach. Jetzt nehme ich den mal. Ja, das ist nicht ganz korrekt, was er gespielt hat, glaube ich. Wir spielen 3 plus 2, ne? Hm. Droht das was? Das droht doch gar nichts, oder? Ei, jetzt gewinne ich das. Natürlich ein bisschen unglücklich. Weil ich den Freibauern habe. War ein bisschen glücklich. Ihr seht, wenn ich so eine Partie habe, dann muss ich mich natürlich ein bisschen konzentrieren, dann kann ich nicht zwischendurch in den Chat gehen.